Bei der Präsentation des Zukunftskonzepts Aufbruch jetzt wurde bemängelt, dass der ländliche Raum ungenügend an das Breitbandnetz angeschlossen sei. Vereinzelte Kommunen haben seitdem den Ausbau selbst in die Hand genommen. Flächendeckend ist die Bevölkerung jedoch immer noch nicht mit schnellem Internet versorgt. Dies wird sich bald ändern, denn am Montag wurde der Grundstein für eine Datenautobahn entlang der Autobahn gelegt. Auf Einladung von Renate Franzl haben die Europaabgeordnete Barbara Lochbieler und der Landtagsabgeordnete Eike Halitzky am Samstag Deggendorf besucht. Im Ankerstübel ging es zum einen um die EU-Donau-Strategie, zum anderen um die Asylpolitik. Sowohl Lochbieler als Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament als auch Halitzky und Franzl kritisierten die bayerische Asylpolitik als menschenverachtend. Die Landesgartenschau 2014 soll ein Jahrhundertereignis werden für Deggendorf. Entsprechend viel Geld muss die Stadt dafür jedoch auch in die Hand nehmen. Und entsprechend umstritten ist das Vorhaben. Am Montag übergab Bayerns Umweltminister Marcel Huber den Förderbescheid seines Ministeriums für die Landesgartenschau an Deggendorfs Oberbürgermeisterin Anna Eder und hatte sogar mehr Geld mitgebracht als erwartet. Tolle Leistungen bei tollem Wetter gab es an diesem Wochenende bei den niederbayerischen Leichtathletikmeisterschaften in Plattling zu sehen. Für die Isarstädter war es zugleich die Generalprobe für die Ausrichtung der bayerischen Titelkämpfe im kommenden Jahr. Und nach der Veranstaltung kann man sagen, Plattling ist gut gerüstet.